Hallöchen, ich habe hier noch ein kleines Au-pair Food Diary für euch aus Griechenland. Das letzte jetzt. Ich bin jetzt die letzte Woche hier bei der Gastfamilie und filme momentan wieder ein bisschen mit, was ich so esse. Ich esse oft mit denen zusammen Mittag und Abendbrot und dann filme ich nicht mit. Aber wenn ich alleine esse, dann schon. Ja, und das soll euch einfach ein bisschen inspirieren, euch auch vegan, gesund, lecker, ausgewogen zu ernähren. Wie gesagt, filme ich nicht alles. Ich esse eigentlich jeden Tag Nachtisch, den ich nicht immer filme, aber der ist auch meistens gesund, irgendwie Datteln mit Nussmus oder sowas. Und ja, ich versuche einfach auf meinen Körper zu hören und das zu essen, worauf ich Lust habe. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Absolutes Traumfrühstück mal wieder. Ich hatte richtig Lust auf Pfannkuchen. Da gibt es noch eine Birne dazu, wenigstens eine gesunde Sache. Dann Schokopistazienaufstrich, Ahornsirup, Marmelade, irgendwas Rotes, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Irgendeine Beere, denke ich. Dann hat Mama mir noch Mandelmus mitgenommen, das hatte ich noch zu Hause. Und das ist auch noch von zu Hause, so ein Mix mit Kakaonips und Haselnüssen. Und apropos Haselnüsse, ich trinke hier gerade Haselnuss Hafermilch, die hat die Gastmama gekauft, die ist so lecker, die trinke ich dann in meinem Kaffee. Und ich habe eine sehr schöne Aussicht hier und höre das Meer rauschen. Entschuldigt mal wieder das absolut schreckliche Licht, aber ich wollte euch gerne mein Abendbrot zeigen. Jetzt habe ich so Buffalo Wings gemacht aus Blumenkohl, so eine Soße gemacht, da habe ich die reingedippt und dann gebacken. Gibt es noch gekochte Möhren und Bohnen, dann habe ich noch Hummus selber gemacht. Nicht aus Kichererbsen, sondern aus Black Eyed Peas. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Noch ein Seitanwürstchen, bisschen Rohkost und ganz viele Soßen. Einmal Ketchup, Senf, Sweet Chili und Tabasco. Heute habe ich mir hier so einen leckeren Salat gemacht. Da habe ich einfach Sachen geraspelt. Rote Beete, Apfel und Karotte. Dann ist da noch Petersilie drin und Feta-Käse. Und dann habe ich noch meinen selbstgemachten Hummus hier. Einmal auf Maiswaffe mit Gurke. Dann noch mehr davon und Rohkost und noch ein paar gekochte Bohnen. Eieiei, da habe ich mich, glaube ich, mal wieder selbst übertroffen. Ich habe einen Mac and Cheese Auflauf gemacht mit Nudeln und so einer cremigen Soße aus Kartoffeln, Cauliflower, wie heißt das, Blumenkohl, genau, und Sojamilch und Gewürzen, Knoblauch, Zwiebel, lauter leckere Sachen. Dann habe ich noch meine Seitanwürstchen da drin, die ich in letzter Zeit jeden Tag esse, weil ich die Packung aufgemacht habe, und Erbsen. Oben ist noch veganer Feta, den brauche ich auch gerade auf. Und ja, das habe ich alles überbacken. Erbsen sind da natürlich auch drin, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Aber ja, ich freue mich so, das jetzt zu essen. Heute Morgen gibt es Overnight Oats. Ich habe die Haferflocken gestern mit heißem Wasser übergossen und noch gematschte Banane, Zimt, Rosinen und Kakao reingemacht. Dann habe ich heute Morgen Erdbeeren aufgetaut. Da sind noch Kakaonips und Mandeln drüber und ganz viel Mandelmus. Ich mag Mandelmus momentan richtig gerne. Und da hinten gibt es natürlich noch einen Kaffee. Mein Essen ist heute sehr grün und bunt. Es gibt Risotto. Das ist aus so einer fertigen Packung mit Steinpilzen. Das habe ich gekocht. Da habe ich dann noch eine Möhre reingeschnibbelt und ein paar Erbsen natürlich. Und obendrauf ist Avocado und eine grüne Chilischote. Und dann habe ich hier noch was von meinem selbstgemachten Hummus mit ein bisschen Gurke. Und weil mir mein Auflauf gestern so gut geschmeckt hat, habe ich mir heute gleich nochmal einen gemacht. Aber nicht mit Nudeln und auch nicht mit so einer Käsesoße. Aber Auflauf ist Auflauf. Der ist mit Kartoffeln und anderen Gemüsekrams und Tomatensauce und obendrauf veganer Feta. Und meine restlichen Würstchen sind da noch drin. Und ja, ganz viel Gemüse einfach. Das ist irgendwie perfekt für dieses Wetter, weil es so schön wärmend ist. Und ja, ich freue mich schon voll drauf jetzt. Mein Nachtisch fällt heute extremst herbstlich aus, das mir sehr gut gefällt. Ich habe Apfel und Birne in Kokosöl angebraten mit Zimt und Ahornsirup. Das habe ich vorher noch nie gemacht, aber ich glaube, es ist lecker. Und dann sind da noch Rosinen drin und Mandelmus ist da drauf und noch Mandeln und Kakaonips und Walnüsse. Und da habe ich mir noch einen Chai selber gemacht. Frischen Ingwer, eine Zimtstange und Hafermilch, und Ahornsirup, Pfeffer, Kurkuma. Lauter leckere Sachen. Heute gibt es ein sehr minimalistisches, aber durchaus leckeres Frühstück.
Die Gastfamilie ist gerade im Urlaub und irgendwie habe ich kaum noch was zu essen, aber ich gehe heute mal einkaufen und die kommen heute eh wieder. Da gibt es Kaffee und ein Croissant, französisches Frühstück, getrocknete Erdbeeren, die habe ich noch gefunden und auch Erdbeermarmelade, noch ein bisschen Schokoaufstrich und noch Haselnussmilch für den Kaffee. Das ist mein absolutes, deliziöses Mittagessen. Heute mal was Süßes, und zwar Pudding Oats mit Puddingpulver angedickt. Vanillepuddingpulver, voll lecker. Und obendrauf viele Toppings, ein Apfel, Mandelmus, Banane, Rosinen, zwei Erdbeeren und dann noch ein bisschen was Herzhaftes dazu. Und zwar zwei Maiswaffeln mit meinem selbstgemachten Hummus und Tomate. Ich habe mir mal wieder ein absolutes Traumfrühstück kreiert, das zeige ich euch mal eben. Gibt es Schoko Porridge, wieder gestern mit heißem Wasser schon zubereitet und jetzt noch Mandelmus drauf gemacht. Gematschte Banane ist auch drin und Kakao und Rosinen und Chiasamen und obendrauf noch Kakaonips und Mandeln. Dann habe ich einen Granatapfel geschält oder gepult, das ist immer ein kleiner Akt. Ich mochte die eigentlich auch nie besonders, aber jetzt, seitdem ich hier bin, mag ich die voll gerne. Wahrscheinlich, weil die halt hier wachsen und dann direkt reif vom Baum geerntet werden. Richtig lecker und ich glaube auch voll gesund. Und dann wollte ich noch Walnüsse, die haben wir nämlich hier auch frisch von der Farm, also frisch vom Baum, noch nicht geknackt. Und es war so anstrengend, nur diese eine Walnuss zu knacken, deshalb verzichte ich jetzt auf Walnüsse. Ich frage mich, ob die immer von Hand geschält werden oder ob das sonst Maschinen machen. Auf jeden Fall werde ich jetzt immer noch dankbarer sein, wenn ich Nüsse esse. Ich brauche ziemlich viele Nüsse. Wir haben Mandelmus, dann habe ich noch mehr Mandeln, eine Walnuss und hier in meinem Kaffee ist auch Haselnussmilch. Die ist auch so lecker. Die Nuss hat dann ja auch irgendwie alle schon geschält für mich. Sehr nett. Und dann noch einen frischen O-Saft. Und ja, das ist mein Frühstück heute. Und ich sitze jetzt hier draußen eingewickelt in der Wolldecke und schaue aufs Meer. Die Sonne scheint auch ein bisschen. Das ist sehr schön. Ich freue mich mal wieder sehr auf mein Frühstück. Und zwar habe ich gestern Abend noch Bananenbrot gegessen. Das hatte ich dann zum Nachtisch und glücklicherweise ist noch was über. Das habe ich jetzt mit Erdbeermarmelade und Mandelmus und Kakaonips. Hier gibt es eine sehr reife Kaki. Ich mag die am liebsten, wenn die so richtig reif sind. Dann habe ich noch einen Granatapfel gepult. Der war riesig. Dann gibt es noch einen Kaffee. Und eigentlich wollte ich auch noch O-Saft machen, aber ich war gerade zu faul. Aber dann mache ich mir wahrscheinlich gleich noch ein Glas frischen O-Saft. Ich liebe es, mir morgens Zeit zu nehmen, um mir ein richtig leckeres Frühstück zu machen. Das habe ich heute auch wieder getan. Zwar habe ich hier eine Scheibe Brot, das selbstgemachtes Sauerteigbrot mit Avocado und Olivenaufstrich. Dann ein Stück Bananenbrot mit Mandelmus. Dann hier noch halbgefrorene Banane, ein Stück reifes Banane, ein Stück reife Banane mit Mandelmus. Die gefrorenen Bananen kommen aus diesem Smoothie, die hat der Mixer nicht so richtig gemixt. Diese drei Stücke, deshalb habe ich die da liegen, aber in diesem Smoothie sind gefrorene Bananen, frische Banane, Kakao und dann kippe ich immer noch und Wasser und dann kippe ich am Schluss immer noch Pflanzenmilch rein und mixe die nicht mit und noch einen Granatapfel. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Auf Instagram gibt es auch immer noch sehr viel mehr Food-Content. Kannst du gerne mal vorbeischauen. Da poste ich auch oft in der Story, was ich gegessen habe oder auch mal ein Rezept oder so und habe auch Highlights, wo auch Rezepte drin sind. Und ja, hier mache ich für das Video auch die Rezepte in die Infobox, sofern ich eins habe. Ich koche eigentlich immer ohne Rezept, aber ja, falls ich selber ein Rezept kreiert habe, dann schreibe ich es unten rein. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.